Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Foto Vlog. Prost, ein Schluck auf euch und auf die ehemalige Kandidatin. Hat leider nicht funktioniert, aber was soll's. Nächster Versuch beim nächsten Mal. So. Heute soll es aber nicht um Politik oder Tassen gehen, sondern um Fotografie. Und zwar, der Plan ist, ihr seht hinter mir schon ein bisschen was aufgebaut. Das werde ich gleich für die nächsten Videodrehs benutzen, beziehungsweise auch zum Fotografieren. Denn ich habe mir überlegt, was kann man machen. Im Winter ist es ja mal ein bisschen doof. Draußen ist früh dunkel und das Wetter ist schlecht. Und was kann man dann so machen? Und da ist die beste Idee, man fotografiert einfach zu Hause. Und im Prinzip wollte ich jetzt hier nicht euch einladen, ein eigenes Fotostudio zu bauen, sondern einfach zu sagen, wir machen ein bisschen mit Bordmitteln was und gucken mal, was man da für spannende Projekte sich stricken kann, die auch, wenn es draußen doof ist, drinnen ganz hervorragend funktionieren. Und deswegen steht das da schon, das wird gleich alles benutzt und heute Abend hier wird der Abend mit Filmen und Fotografieren verbracht. Da seid ihr natürlich nicht dabei, ihr seid dann erst dabei, wenn der Film fertig ist. Und diese ganzen kleinen Filmchen werden dann Stück für Stück über den Winter ausgespielt, damit ihr ein paar Ideen sammeln könnt im Winter, was man so treiben kann als Fotograf oder Fotografin. So, das Zweite, was ich euch erzählen wollte, ist dieser Popsocket. Ihr erinnert euch an diesen Stöpsel hier, den man gewinnen kann für sein Telefon. Hier, das Ding. Beim letzten Mal hat es geklappt. Der Kollege Oduka hat gewonnen. Und das Ding ist auch schon bei ihm angekommen. Hier ist das Beweisfoto. Da, das Ding ist angekommen bei ihm per Post und klebt auf seinem Telefon. Ganz hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das Ding bereitet dir viel Freude. So, das waren die zwei Sachen. Und das Dritte, was ich euch erzählen wollte, ist, gibt etwas Neues bei D18 Foto. Ihr kennt ja mein Logo. Da ist es. Dieses schöne schwarze Quadrat begleitet mich jetzt schon seit über 2,5 Jahren. Und hat mir gute Dienste erwiesen. Es gefällt mir sehr gut. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, man müsste mal so ein bisschen was Neues machen. Ein bisschen frischer, einen Schritt nach vorne. Mal ein bisschen überlegen, was kann man denn so machen. Und ich habe mir überlegt, ich brauche ein neues Logo. Und das Logo selber malen habe ich probiert und wenn man kein Grafiker ist, sind Logos meistens ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, ich soll das mal Profi ran und habe mir überlegt, wie kann ich das machen. Also es gibt eine Internetplattform, die nennt sich Fiverr.com und da kann man sagen, ich suche folgende Dienstleistungen, Grafik oder Programmierung oder sonst irgendwie so Technikzeugs, was über das Internet funktioniert und ich suche jemanden, der das kann. So, und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Logo haben, da kann man suchen. Und beschreibt dann, was man so möchte und legt einen Preis fest. Sagt, okay, das gebe ich aus für dieses Produkt. Und dann können Leute sagen, ja, für das Geld kann ich das machen. So. Das ist ein bisschen wie My Hammer, weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ich habe früher mal Werbung dafür gesehen, dass man sagt, hier ist, die Wand muss gestrichen werden, welcher Maler ist bereit, das zu tun für folgendes Budget. Und so ähnlich funktioniert es da auch. Und man schreibt sehr viel Details an, wie man es gerne hätte. Und dann kommen halt Grafiker auf die Idee und sagen, ja, da fällt mir was so ein und für den Preis, die Zeit habe ich dafür und ich mache das jetzt einfach mal. Und dann kamen ganz viele Vorschläge, war ganz spannend zu sehen, was da so kam. Und eins habe ich ausgesucht und dieses wunderbare Logo, das, wie das aussieht, zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar am besten nach einem Countdown, weil es ein besonderer Moment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Da sind wir wieder. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat mit dem Schnipsen und dem Video einblenden und so. Und nun ist meine Frage an euch, was haltet ihr von diesem Logo? Hat es euch gefallen? Gefällt es euch? Wie findet ihr es? Bitte hier kommentieren. Unten in den Kommentarfunktionen hier bei YouTube geht das am hervorragendsten. Sagt mir, wie gefällt es euch? Ich hoffe, also euch gefällt es. Mir gefällt es hervorragend, aber ich bin ja sozusagen nur derjenige, der das zeigt. Die Leute, die es angucken müssen, auf die kommt es ja meistens an. Also seid ihr gefragt, wie findet ihr das Ding? Also, das war mein dritter Punkt für heute und ich würde sagen, jetzt machen wir mal kurz Schluss, weil ich muss heute Abend hier noch ordentlich was aufnehmen, damit ich hier mit meiner Produktionsliste fertig werde. Das ist eine ganz schön lange Liste geworden, die ich mir so überlegt habe und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ein Schluck auf euch nochmal eben. Und ihr seid so gut und seid beim nächsten Mal wieder hier an dieser gleichen Stelle und abonniert den Kanal zwischendurch mal, falls ihr es noch nicht getan habt. Da findet ihr mich bei Facebook unter D18 Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ja, auf Wiedersehen. Weiter knipsen.